Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Samstag. Es ist 16 Uhr. Es ist eure Zeit. Eure Zusatzfolge. Ja, ihr habt sie euch gewünscht. Im Januar habt ihr da fleißig für Däumchens dagelassen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, jetzt geht es hier wieder. Ich werde noch ein paar Bäumchen hier fällen. Der Dach ist noch nicht rum. Wir müssen noch Bäume fällen. Muss wieder, ja, nee. Der Wald muss weg. Weg muss der Wald, ey. Wir brauchen Platz für Felder. Beziehungsweise, ne, für ein größeres Feld. Das Feld ist mir zu klein. Ja, dafür also die ganze Aktion, ne, für diejenigen, die vielleicht neu hier gerade auf meinem Kanal sind, das erste Mal hier einschalten. Ja, der Typ, der ist da so ein bisschen bekloppt, ne, da muss er ja eigentlich zum Leben. Der fährt einfach immer durch den Wald und er muss immer Bäume wegmachen. Wenn der Bäume wegmacht, dann ist der total außer Rand und Band, der Typ. Aber ansonsten geht es hier darum, bis zum Ende des Jahres, nein, bis dass ein neuer Landwirtschaftssimulator auf den Markt kommt, eine Milliarde Euro hier mit diesem Spiel zu verdienen. Eine Milliarde Euro. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Milliarde ist, das ist so, ne, 1 und 9 Nullen da hinten dran. Das ist eine Milliarde. In Amerika wird man da Billionen zu sagen, aber das liegt halt an den Amerikanern. Die sind ja ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Die müssen ja sich immer, ne, America first, ne? Allein das Motto ja schon, ne? America first. Ja. Ich kriege jetzt die Kurve wieder hier auf den Nordfriesischen Marsch. Oh Gott, das war jetzt geil. Ja, wir sind auf jeden Fall hier in Nordfriesland. Da sind die Menschen noch bodenständig. Hier redet man noch von einer Milliarde und nicht von einer Billionen. Und ja, wir wollen also hier in Nordfriesland ein bisschen die Bäume hier wegmachen, damit wir hier ein größeres Feld bekommen. Und ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mal hier reinzuschauen und dem Bekloppten hier ein bisschen zuzuschauen, wie er denn hier die Bäume fällt. Weil das ist sein liebstes Hobby. Bäume fällen. Nicht der Landwirtschaftssimulator. Nein, Bäume zu fällen. Ein Baum nach dem anderen. Da hat der Spaß. Da hat der Mann richtig Spaß dran. Ach ja, Freunde. So ist er wieder. Auf, könnte wetten, wenn ich jetzt gleich noch zum Briefkasten gehe, ich die Folgen aufgenommen habe, dann werde ich mal an den Briefkasten gehen. Da ist dann ein Brief drinnen, wo dann drin steht: Herzlichen Glückwunsch, Herr Bekloppt. Sie haben das Goldene losgezogen. Sie müssen 20.000 Euro bezahlen. Da weiß ich wieder Bescheid, was ich falsch gemacht habe. Meistens ist das so, wenn ich super gelaunt bin, so wie heute, dann kommt noch irgendwas hinterher, ey. Weil, ne, das Leben kann nicht einfach nur schön sein. Das geht bei mir nicht. Ich wollte mal neue Musik mal gesucht haben. Ah, nö, ey. Ist das denn wahr, wirklich, Freunde? So ist es denn nicht wahr. So, das heißt also auf gut Deutsch. Wir müssen jetzt mal gucken, damit hier. Ja, den bauen wir auch noch weg. Wir haben mittlerweile minus 0 Grad. Ja, das ist ja schon mal. Ach, wir wollten auch noch mal nach dem Wetter geguckt haben. Da war doch noch was. Ja, das Wetter. Das Wetter, das muss Sinn. Da kriegst du keine mehr Rinder, wirklich da. So. Das ist der Kalender. So. Das Wetter sieht den nächsten Tag. Freunde. Wir können langsam wieder mit der Bodenpflege hier beginnen und das Feld vergrößern. Ja, schön.
So ist das schön. Oh. Ach nee. Was sind wir hier wieder bekloppt, ey. Aber sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Weiß gar nicht mal, was bluner war. Ist das nicht eine Limonadenfirma gewesen oder so? Oder ist es nicht eine Limonadenfirma? Ich weiß gar nicht. Falls ihr das wisst, könnt ihr es mal gerne da unten in die Kommentare da schreiben. Möchte nicht dumm sterben. Weil ich bin nicht gerade so die hellste Kirsche, die auf dem Bäumchen hier leuchtet. Die hellste Kerze, sagt man, ja. Nicht die hellste Birne. Oder der reifeste Apfel bin ich auch nicht. Ich gehöre eher zu der Sorte Fallobst. Ich bin derjenige, der auf dem Boden liegt. Und zermatscht und zertrampelt wird. Weil, ne, man hält ja Ausschau nach den goldenen Äpfeln, die am oberen Ende des Baumes der Sonne entgegenstrahlen. Da lechzt es jeden nach. Aber mich, der so süß und zart am Boden liegt, mich möchte keiner haben. So, gucken, da sieht noch eine Birke aus. Kann ich die Birke fällen oder kann ich sie nicht fällen? Das werden wir jetzt gleich sehen. Das wird uns jetzt gleich das Ding hier beantworten. Ah, ich kann sie fällen. Sehr schön. So, sollten wir 3 Stücke rauskriegen, weil ich glaube, die sind 38 Meter lang. Oder 36. Oh, Wahnsinn. 26 FPS hier kaputt. Ach, wir müssen noch wieder neue Wasserverteiler langsam einstellen, ne? Ah ja, können wir Moine machen. Moin Sonnendach. Ich glaube, so viel Wassernot haben wir im Moment nicht. Wir haben eher die Not, damit wir erstmal das Wasserlager wieder voll kriegen. Das ist eine größere Übel. Oh, 26 FPS habe ich jetzt sogar hier. Wahnsinn, ey. Das ist ja echt phänomenal, ey. Bin begeistert. Wenn das nachher auf der Combat auch noch so läuft, achtet wie ein Träumchen, ey. Eieieiei. So, wo sind wir hier? Ich würde sagen, machen wir uns hier wieder, wa? Ah, das Ende naht. Es wird dann schmäler, der Wald. Nee, wird er nicht. Der Wald wird nicht schmäler. Werden sie mir enthalten. Nee, mir enthalten nicht, aber, ne? Also, ne? Der Wald ist der Wald. In der Breite bleibt er gleich, also, ne? Nur das Feld wird da oben schmäler. Ja. Wie gesagt, nächster Winter, nächster Wald. Da haben wir schon eine Verabredung mit. Schon klar gemacht. Ich hoffe, ihr habt alle Stühle und Zelte mitgebracht für, ne, den nächsten Winter. Da werden wir da campieren. In dem anderen Wald da oben. Ja, da hat der Fett sich hier, ne, so viel Mühe gemacht, die ganzen Bäume hier zu setzen. Und ich banause, ich hause alle weg. Unverschämt, ne? Kein Respekt von den Moddern hier, da. Einfach hau ich hier die Bäume so weg. Ah, ist unglaublich. So, ich weiß gar nicht, hat es eigentlich eine neue Version gegeben? Ich weiß gar nicht, was die aktuellste Version ist. Ich habe gar nicht geguckt. Ich gucke dir alle 14 Tage mal so rein. Daher, falls es eine neue Version gibt, die neu als 2.6 ist, also, ne, von der Marsch, könnt ihr das gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben. Ja. So, dann würde ich sagen, einmal den hier noch. Oh, ja, ja, in der falsche Richtung. Falsche Richtung. Was ist los hier? Ja, dort. Hallo. Ist da jemand? Hallo?
Hallo, kann mich da jemand verstehen? Hallo, ist da jemand? Ich dachte, da gerade eine Stimme gehört zu haben, aber da war wohl niemand. Ha. So, wir am Wochenende noch gar nicht so weit gekommen in meiner Serie. Bin im Moment dabei, Hawaii 5.0 nochmal zu gucken. Hatte ich ja vor 10 Jahren, vor 11 Jahren, 2010, sind mittlerweile 11 Jahre her. Also von daher, ne, ist das schon 10 Jahre her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Bin übrigens mittlerweile schon in der zweiten. Also das ist schon nur noch 9 Jahre her. Also von daher, ne, manchmal weiß man gar nicht mehr so wirklich, was passiert ist. Ist dann total überrascht. Ja, und ist dann total, ne, klar, das, sagen wir so ein bisschen die Hauptstory weiß man noch, aber nicht mehr alle Details halt so. Aber es, ja, es ist einfach Freude, da wieder zuzugucken. Dabei ist die neue Serie auf Stars Play, glaube ich, läuft die. Zweite Staffel, glaube ich, von Pennyworth ist draußen. Wer ist Pennyworth? Wird jetzt vielleicht der eine oder andere fragen. Alfred Pennyworth? Gott, wie heißt denn seine Tochter jetzt? Ich weiß es gar nicht. Spielt ja in einer anderen Serie von DC mit. Camilla? Nein. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Alfred Pennyworth ist der Butler von Batman gewesen. Und halb, ne, in jungen Jahren war er halb, Geheimagent. Er war in geheimer Mission unterwegs. Für das britische Empire. Bevor er dann ausgewandert ist nach Amerika, um dort Butler zu werden. Tja, so ist das Leben. Erst dient er dem MI6 und dann dient er Bruce Wayne. So ist das Leben. Tja. So ist das im Leben. Mal dient man für den, mal dient man für den. Oder man dient nur noch sich selber. Das ist ja auch möglich. Nennt man dann Selbstständigkeit, dann ist man sein eigener Diener. Na, da denn? Ah, jetzt so, oder? Jetzt los. So. Aber so wirklich viel weitergekommen sind wir noch nicht. Also. Aber das war das Schöne, wenn man da zwischendurch die Bäume weggemacht hat. Die man halt jetzt zur Hackschnitzel verarbeitet. Dann kann man danach hier schön durch den Wald fahren mit dem Vollernter und kann ja einen Baum nach dem anderen fällen. So, und ab geht's hier. So, und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber die bringen das aber doch alle weg. Nee, die bringen das nicht weg, glaubt mir. Die Vollernter, die nehmen den Baum an Ort und Stelle, wird der zersägt und dann geht's wieder auf zum nächsten. Habt ihr live hier gesehen in unseren Wäldern. Da liegen jetzt noch die Baumstämme rum, kreuz die quer. Also, wenn ich da Holz sammeln wollte, ja, wenn ich also was ich einen Kamin hätte oder so, hätte ich ausgesorgt für die nächsten Jahre, wenn ich das ganze Holz da nehme. Was da noch in den Wäldern rumliegt. Wirklich. Darf ich das nun nicht erwischen lassen, ne? Das ist auch mal klar. Aber da liegt so viel Holz. Alter Schwede. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt als Brennholz so gut geeignet ist. Ne?
wenn der Borkenkäfer da drin war, aber bin ja jetzt nicht so in der Materie drinne. Aber ich sag mal, ne, um es zu verfeuern, damit es ein bisschen Wärme spendet, ein bisschen Licht und schönen Abend vor dem Kamin zu verbringen, ach, ja, das wäre schön. Das wäre schon schön, ein Haus zu haben mit einem Kamin. Und ja, mal eben in den Garten gehen, ein bisschen Holz hacken für abends, für ein gemütliches Beisammensein vor dem Kamin. Ach ja, was könnte das Leben doch schön sein. Aber auch wenn man das alles hat und man ist nicht gesund, bringt das alles auch einem nix. Daher bin ich lieber bettelarm wie die Kirschenmaus und gesund und munter. Und genieße das Leben so, wie es ist. Und teile das ein bisschen mit euch. Apropos teilen. Ja, wenn euch die Videos gefallen, dann empfehlt sie auch gerne weiter. Das würde mich dann klar unwahrscheinlich freuen. Wenn wir vielleicht dieses Jahr, bis Ende des Jahres, die 800 Abonnenten zusammenkriegen. Bin ich jetzt größenwahnsinnig? Nö, eigentlich nicht. Weißt du mal, es ist jetzt ja mittlerweile ein Jahr rum. Wir haben jetzt knapp 400. Also ein bisschen was müssen wir noch drauflegen in einem Jahr. Okay. Da war es wieder. Ihr seid mein Zeuge. Ich habe keine Geister gesehen. Aber war schon sehr magisch, dieser Augenblick. Er war echt magisch. Dieser Augenblick, wo der Baumstamm, ja, floss. 1 kommt nicht wieder. Keine Ahnung. Ganz komisch, ne? Hatten wir bis jetzt, also ist ja jetzt das zweite Mal schon. Es war immer irgendwo da vorne in der Region, dass dieses passiert. Ich habe da irgendwie was Besonderes da in der Gegend ist. Vielleicht etwas Magisches, etwas Zauberhaftes. Was mag das für auslösen? Was mag es sein? Ich weiß es nicht. Schon sehr komisch. So. Ich glaube, der eine oder andere, der wird diesen Tag hier verfluchen. Der, mein Gott, der hätte den ganzen Tag in der Forst unterwegs. Was soll denn das? Kann der nicht mal was Anständiges machen? Nee, kann der Typ nicht. Der kann nur Bäume fällen. Das ist das, was der Typ kann. Und außerdem, das ist hier nicht der Landwirtschaftssimulator, das ist hier der Forstsimulator. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube ja. Nee. So. So, mal gucken hier. Also. Die Bäumchens. Ein Baum. Noch ein Baum. Macht 2 Bäume. Ja, ich kann rechnen. Wahnsinn, wa? Guck mal, noch ein Baum. Jetzt haben wir schon 3. Oh. Wenn wir die noch gut anlegen, dann haben wir 6. Oh, hinter mir schon Asphalt. Das ist ja schon mal schick. So, das heißt, jetzt können wir hier wieder machen. Oh, da vorne kommen schon Birken wieder. Das sieht nicht gut aus. Das heißt, da müssen wir dann noch mal ein bisschen nacharbeiten. Müssen wir unseren Staubsauger hier mal wieder in den Start bringen. Oh, der war schon weit weg, der. Oh, die sind mal weit weg. Und ich sehe, da stehen 2 LKWs, die befüllt werden wollen. Das heißt, wenn wir gleich vorne angekommen sind, dann werden wir uns erstmal darum kümmern, die LKWs wieder zu befüllen.
damit die Zellstoffproduktionen hier weitere Karton und Papier und ja, ganz wichtig, Freunde, ganz wichtig, ne, ist im Moment Toilettenpapier. Also ne, da müssen wir alles für geben, damit wir diesen Mangel nicht wieder erleben müssen. Wir müssen uns doch nicht um das Klopapier kloppen. Also Freunde, also die Zeiten müssen vorbeigehen, also da, dafür fäll ich hier die ganzen Bäume, damit das nicht mehr passiert. So, Moment, ich muss den richtigen Knopf hier finden. So, jetzt, das hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Ah. So, und wenn es ja nicht so traurig wäre, ne, dann hätte ich darüber gelacht, aber nee. Das war schon traurig. Da bist du morgens um 8 Uhr in den Supermarkt gegangen, wolltest dir Toilettenpapier kaufen und da kamen dir die Tränen in den Augen, weil es keins mehr gab. Und wenn das jetzt nur das billige Klopapier gewesen wäre, hättest du das noch verstanden. Nein, jegliches Klopapier war verschwunden. Du hast sie draußen noch gesehen, die Menschen mit dem Klopapier auf dem Parkplatz. Da kamen sie dir entgegen. Ja, Freunde, das ist genau fast jetzt ein Jahr her, wo diese Krise des Klopapiers war. 2020, man nannte sie die Klopapierkrise. Da war es soweit. Was haben diese Menschen überhaupt mit dem ganzen Klopapier gemacht? Das war ja egal, ob das Klopapier 5 Euro gekostet hat oder ob es 2 Euro gekostet hat. Das war sowas von egal, Freunde. Es war alles weg. Es war unglaublich. Es war einfach nur unglaublich. Wenn du nicht schnell genug warst, dann hast du keins mehr abgekriegt. Dieser Egoismus, der da geherrscht hat, der darf nie wieder herrschen, hier in diesem Lande. Und das meine ich jetzt aber wirklich voll ernst. Weil, ne, Freunde, wir können doch alles miteinander teilen. Also, ne, es soll doch jeder was kriegen. Aber ich sorge ja hier auf der Marsch jetzt dafür, dass das nicht mehr vorkommt. Ja, daher fällen wir jetzt hier genügend hier, damit wir genügend Klopapier hier produzieren, damit hier auf der Marsch dieses Leid nicht nochmal erlebt werden muss. Das Leid des Klopapiermangels. Ich frage mich nur, was die Menschen damit all gemacht haben. Haben die damit ihre Räume tapeziert oder was? Als Isolierung? Weil sie, weil sie so viel Klopapier gekauft haben, mussten sie beim Heizen sparen oder was? Ja, Alter, mein Gott, was ist denn damit gemacht worden mit diesem Klopapier, ey? Konnte mir keiner antworten, weil jeden, den du gefragt hast, nein, ich habe immer nur ein Paket gekauft. Ja, mein, klar, wenn 50.000 nur ein Paket kaufen, dann sind das auch 50.000, dann ist das Regal auch leer. Wenn man 50.000 Menschen gefragt hat, hast du, wie viele Rollen Klopapier hast du zu Hause? Da haben die alle gesagt, ich hab einen Mangel, ich brauche neues Klopapier, ich hab keins gekriegt. Das hatte jeder erzählt. Wirklich. Konntest du fragen, wie du wolltest. Keiner hatte so viel Klopapier. Aber wenn du in den Supermarkt gegangen bist, da hast du ganz viel gekriegt. Das war unglaublich. Wo ist dieses ganze Klopapier geblieben, Freunde? Wo ist das? Habt ihr mitgemacht? Habt ihr das verkauft? Habt ihr mit einem Schwarzmarkt aufgemacht oder was?
Könnte man im Internet dann handeln. Klopapier gegen Bitcoins. Habt ihr einen guten Tausch gemacht? Wer damals ja Klopapier gegen Bitcoins getauscht hat, der ist heute mehrfacher Millionär. Glückwunsch dazu. Dann habt ihr das richtig gemacht. Ja, so viel zum Thema, wie vermehren wir Geld? Wir gehen in den Supermarkt, kaufen Klopapier, verhökern das im Internet zu überteuerten Preisen und verlangen dafür Bitcoins. Genau so machen wir Geld. Tja, und da gab es noch eine andere Krise, aber dazu würde ich sagen, werde ich in der nächsten Folge dann mal reden, welche Krise es da noch gab. Vor einem Jahr brach noch eine zweite Krise aus. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, du hast eine Glaubenskrise gehabt. Ja, das auch, aber es gab auch noch eine andere Krise. Die Krise der Krisen. Und auch die hält bis heute noch an. Also es ist ja so, dass die Krise dann schon vorbei wäre. Und ich rede nicht von dem mit dem komischen, ne, Buchstaben da vorne. Ne? Nicht das. Von der, das ist ja keine Krise. Das ist ja was mit P vorne. Ne? Das ist ja... So, da, guck mal, da kommen die ersten Birken hier schon wieder zum Vorschein. Ah. Oh. Birken sind meine absoluten Freunde, wirklich. Also ich sag mal, ich finde ja alle Bäume wirklich wunderschön, ja? Also vor allen Dingen Blätterbäume. Ja, die, wenn die im Frühjahr aufgehen, wenn die anfangen grün zu werden, ja, dann im Sommer sind sie saftig grüne Blätter haben sie. So, und dann im Herbst, ja, diese Vielfalt an Farben, die diese Blätter einem schenken. Ach, einfach wunderbar, dieser Anblick. Dieser Anblick ist einfach herrlich, oder? Stimmt er mir dem zu? Dann lasst doch mal einen Kommentar gerne unter dem Video da. Oh, ich bin heute gut drauf, oder? Mein Gott, ey. Was war heute Morgen bloß in meinem Brot? Irgendwas hat meine Frau da reingetan, ne? Also aufs Brot nicht, das habe ich mir selber geschmiert. Also, das kann ihr noch selber. Hatte ich nicht vor einer halben Stunde mal gesagt, wenn wir vorne angekommen sind, dann wollen wir mal den Ding da befüllen. Ach Gott, nee. Dabei bin ich jetzt wieder nur hier im Rumschwafeln und sollte mich mal wieder mit sinnvollen Dingen beschäftigen, dann rede ich vielleicht wieder sinnvoller. So. Aber neben dem Toilettenpapier war das andere Phänomen und das Phänomen kenne ich ja auch hier auf der Marsch. Wir haben keine Nudeln mehr. Du bist in den Supermarkt gegangen, du hast keine Nudeln mehr gekriegt. Da war das egal, ob das Aldi, Rewe, Lidl, Kaufland, egal, also Käufland, ne? Das war egal, ey. Du hast nirgendwo mehr Nudeln gekriegt, ey. Hast du die Leute gefragt, ey, hör mal, ich habe keine Nudeln mehr, könntest du mir ein Paket Nudeln geben? Ne, ich habe selber keine, ja. Ja, wo sind die denn alle hin, ey? Ich verstehe das nicht. Sag mal, gut, Nudeln werden ja Gott sei Dank nicht schlecht, also von daher, ne? Die kann man ja noch in 2 Jahren essen. Also, ne, so viel Weizen kannst du ja gar nicht produzieren, wie die Nudeln hier dir aus der Hand gerissen wurden. Aber vielleicht sind die auch verhökert worden und gegen Bitcoins getauscht worden. Also alle, die jetzt hier Millionäre sind, die jetzt nicht mehr arbeiten gehen, da wissen wir Bescheid, die waren das, die haben im Sommer, beziehungsweise im Frühjahr 2020 haben die Geschäfte ihres Lebens gemacht. Da haben die, ne, Klopapier, Nudeln und weiß der Geier, was ihr alles gekauft. Ich weiß gar nicht mehr. Was es nicht alles gab. Ich bin gar nicht mehr einkaufen gegangen, weil, ne, das habe ich mir gar nicht angetan. Weil, ne,
Da kommen mir einem nur die Tränen in die Augen. Seht ihr die Tränen in meinen Augen? Ja, da kannst du nur heulen, ey. So, jetzt muss ich mich verabschieden von euch. Es ist schon wieder soweit. Ich muss schön sagen. Ich sag danke für alle, die wieder von Anfang bis Ende dran geblieben sind. Vielen, vielen Dank dafür. Kriegt er von mir 2 Däumchen. Und vielleicht lässt er mir auch eins da. Und noch ein Abo. Das wäre ein Träumchen. Und ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von mir. Nächste Folge am Dienstag hier von der Marsch. Ansonsten, morgen gibt's 4 Folgen. 4 Folgen mit mir. Mit dem wahnsinnigen Andy hier am Mikrofon. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch ja ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, falls ihr nicht bei der Marsch reinschaut. Und von daher, macht's gut, bleibt gesund, ich bin raus, bye bye.